Okay, Sie haben die Sojabohnen und den kleinen Becher aus der Verpackung und den großen Behälter. Und jetzt fülle ich Wasser in den Behälter. Pause. Behälter. Sie nehmen einen Becher voll. Von den Sojabohnen und lassen die Sojabohnen über Nacht gehen. Das ist der erste Teil. Fertig. Nachdem die Sojabohnen über Nacht eingeweicht sind und auch mehrmals durch Sieb nochmal mit fließendem Wasser gereinigt wurden, im Anschluss das Wasser zwischen die beiden Markierungen. Die obere Markierung ist das Maximum an Wasser, die untere Markierung ist das Minimum an Wasser auffüllen. Im nächsten Schritt das Oberteil aufsetzen, bis es einrastet. Und anstatt des mitgelieferten chinesischen Kabels, ein handelsübliches Computerkabel, wie es am Bildschirm oder am Computer ist, deutsches Kabel einsetzen und an den Strom anschließen. Ein Piepton ertönt, blaues Licht leuchtet und es gibt zwei Tasten. Die erste, um es einzustellen, links. Und die zweite, um den Vorgang zu starten. Wenn es durchgelaufen ist, das Sieb abnehmen. Und fertig ist die frische Sojamilch. Wohl bekommst.